So, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deus Ex 3. Wir waren letztes Mal vor dieser Tür gestanden und wollten da jetzt rein. Ich muss heute etwas leiser sprechen in dieser Aufnahme. Wann haben wir jetzt angefangen? Aha. Okay. Weil ich, weil es nachts mitten in der Nacht ist und ich auf Leute achten muss, bla bla. Egal. So. Das ist jetzt richtig, ne? Okay, gut, wir sind jetzt in einem neuen Raum. Ganz viele Leute. Und eine neue Karte? Ja, eine neue Karte. So, okay. Oben geht's nicht, geht nur runter. Aha. Also ist alles ein Ding hier. Und da unten. Mhm. Ja, wo müssen wir hin? Okay. Da unten sollen wir hin. Sicherung von Saris Fertigungsanlagen. Okay, Missionsziel 1. Ist hier hinten noch so? Aufzug. Treppe. Okay, dann wollen wir nochmal gucken, wie wir das jetzt am besten angehen. Natürlich wollen wir trotzdem alles mal sehen. Wow, nicht die Waffe rauszuholen. Das habe ich gar nicht so gemeint. Weg. So. Gut. Ich glaube, ich sollte mal den Mauszeiger einblenden lassen, weil jetzt hier so beim Spielen ist egal, aber in den Menüs seht ihr mal keine Maus, ist mir aufgefallen. Ich meine, so wichtig ist es nicht, aber trotzdem wäre es vielleicht ganz sinnvoll. So, gucken wir mal. So. Wie kommen wir denn hier am besten vorbei? Ist ja fast unmöglich. Das ist gar nicht so einfach. Habt ihr das gesehen? Du bist ein toter Mann. Mach die Decke, das Arschloch! Ach kommt, jetzt hört auf. Ich bin nur ganz... Ich bin nur aus der Deckung. Nein, habt ihr nicht. Komm. Lass mich in Ruhe. Muss schon in Deckung bleiben. Selbst einfach nur bücken reicht hier nicht. Finde ich ein bisschen kacke. Aber vielleicht reicht es denn, die ein bisschen ab... Ich kann ja mal aufhören, mich Arschloch zu nennen. So, gucken wir mal, dass wir vielleicht jetzt so, wo die alle da hinten abgelenkt sind. Wir finden dich, du Bastard! Finde dich, du Bastard. Wieso mich da oben jetzt suchen? Ich will nicht gefunden werden. Hat ihn jemand? Ist er daneben gepackt? Scheiße, ich wollte den eigentlich noch umheiraten. So. Wieso klappt denn das nicht? Das hat nicht geklappt, keine Ahnung. Ich habe meine ganze Munition verballert dafür jetzt. Scheiße, zwei Stück zumindest davon. Was ich blöd finde, weil ich nur noch, naja, fünf habe, aber trotzdem. Ihr seht gar nichts. Ich hab nicht. Ich kann damit auch nicht richtig zielen, weil wenn ich nach oben gehe, ist mein Fadenkreuz weg. Da, ist er weg. Am anderen Boden. Er ist nicht hier, aber das heißt nicht. Okay, und wenn er zurückkommt, reißen wir seinen Arm. Hat der den getroffen jetzt? Wo ist der? Ja, okay. Den haben wir auch getroffen. So, und den hier? Ich sehe nur durch diese Deckung hier, diesen Deckungszieler sehe ich überhaupt, ob er ihn trifft. Und, Quatsch. Ist da drüben jemand? Na? Hat ihn nicht getroffen? Ich dachte, ich hätte was gesehen. Scheiße, ich habe nur noch zweimal Muni. Scheiße. Er hat was gesehen? Dann kommt er nämlich gleich hier hoch. Leer halten. Leer halten. Leer halten. Okay. Jetzt gucken wir mal, wenn er gleich hier vorbeikommt. Wir haben nämlich gleich aus der Deckung und knallen ihn ab. Und tschüss. Das war's. Kommt hier noch jemand hoch? Nö. Was hat er hier für eine Waffe? Eine 10mm Pistole? Gut. Ups, das war nicht so gemeint. Die stehen ja wieder auf. Die stehen ja wieder auf mit dem Betäubungsgewehr.
Verdammt. Kann ich die jetzt immer wieder umlegen, oder was? Scheiße. Ich dachte, die bleiben K.O. So wie im ersten Teil. Wenn die K.O. waren, waren die im Prinzip auch tot. Weil die nie wieder aufgestanden sind. Aber die stehen ja wieder auf. Die stehen ja echt wieder auf. Ja, auch? Kacke. Okay, dann brauchen wir die Munition nicht weiter verballern. Was eine sinnlose Waffe. Oder muss dazu jemand zu ihm hingehen oder wie oder was? Kann auch sein. Hm. Das finde ich blöd. Darum will ich nicht. Ich will eigentlich darüber. Am besten ohne, dass mich jemand sieht. Was macht der da? Kann er mal weggehen? Ja, der geht voll in die falsche Richtung. Da will ich jetzt lang eigentlich. Ne? Hier muss ich doch hin. Da runter. Oder da hinten lang. Das geht auch. Im Endeffekt egal. Hauptsache einfach in den Wegen. Ja, sie sind hier. Habe ich verstanden. Gut. So. Raus. Ja, komm rüber. Rum. Rum. Dann raus aus der Deckung, wenn du es nicht machen willst. Tabulator halten. Gibt einen. Neben Wachen sind vor allem Sicherheitssysteme ein Problem, da diese Alarm auslösen und die Situation weiter erschweren. Solche Geräte zu zerstören ist keine gute Idee. Versuchen Sie stattdessen, sie zu umgehen. Wenn Ihr Timing stimmt, ist dies vergleichsweise einfach. Mhm, okay. Wenn ein Alarm ertönt, fangen die Wachen an, nach ihnen zu suchen. Zum Glück hält diese erhöhte Aufmerksamkeit nicht lange an. Mhm. Sobald sie denken, sie sind entkommen, lässt ihre Aufmerksamkeit nach. Also alles wie immer. Gut, dann machen wir mal einen kleinen Speicherstand. Bin jetzt hier reingekommen. So, wo sind wir? Da. Und wo müssen wir hin? Da unten. Trotzdem werde ich mal mir den Raum angucken und da oben hochgehen, falls ich irgendwas noch, damit nichts von hinten kommt. So. Das war, ist das jetzt Alarm oder was? Ist der schon ausgelöst? Ich denke nicht, oder? Sollte normalerweise nicht. Ich glaube, das ist ja einfach so, dass... Hat der mich jetzt erfasst? Ja. Da drin euch! Das machen wir nochmal. Machen wir das nochmal. Mich hat die blöde Kamera erwischt. Haben die Dinge hier ausgelöst? Ich hoffe nicht. Dann ist auf jeden Fall... Meine Fresse. Gut. Das ist an der Land gegangen. Okay. Okay. Und warten, bis der vorbeigegangen ist. Können wir uns den einfach mal holen eigentlich. Seht ihr? Wer ist da drüben? Was ist? So. Ist jetzt einer mitbekommen oder nicht? Ich sehe dich, Blechdose! Lauf nur weiter! So. Gut, damit haben wir die beiden auch umgepackt. Wow! Seh dich, Blechdose! Hm. Warte ich, bis er die Pistole oder ich will ihn ja eigentlich nicht umbringen. Um uns. Um es besser. Lauf, du Arsch! Ja, lauf, du Arsch, sagt er. Ich könnte jetzt echt abknallen. Weg. Lass das. Bleib weg. Will ich lieber umhauen.
So. Noch einer umgehauen. So, nehmen. Ich habe ihn nur angeschossen, damit er wegbleibt, ne? Also. Ja, aber Alarm wurde ausgelöst. Damit kriege ich keine zusätzlichen Erfahrungspunkte. Scheiße. Naja, gut. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Ach, Quatsch. Gegenstände durchsuchen. Wollen wir nehmen. Was nehmen? Egal. Nehme ich jetzt einfach mal hin. Ist wurscht. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, das neu zu machen. Die Speicherdauer ist mir einfach zu lang. Nächstes Mal machen wir das anhat. Ja, Gott. Ja, jetzt können wir auch hier in Ruhe durchspazieren. Jetzt können die Alarme meinetwegen losgehen, wie sie wollen. Gibt keine Gegner mehr, die mich suchen. Da die Anhörungen derzeit bis auf weiteres unterbrochen sind, fragen sich so, was gucken wir hier mal? Ein E-Book. Okay, Sarah Industry für besseres Morgen. Wie weit sind wir gekommen? Ja, bla bla, dummes Gelaber. Dann haben wir hier eine Zeitung. Haben wir hier einen Rechner. Dann können wir mal nicht lesen, okay. Zurück zu der Eilmeldung aus Standardgewehrmunition, Revolvermunition. Sich bisher kaum zur Lage. Nix. Aber meinen Quellen zufolge hat eine militante Gruppe pro-humaner Aktivisten eine Fabrik von Seraph Industries überfallen. Das ist die hier, wo wir gerade drin sind. Schnauze halten. Geil, das ging sogar. Wunderbar, wenig Munition. Ja. Waffe wegstecken, komm. Wir haben hier eh alle schon umgeputzt. Wir haben wenigstens keinen erschossen. Wow, was? Okay, die waren auch alarmiert. Wo ist das jetzt? Wo sind wir? Ach, das ist doch, wo ich hergekommen bin. Mach wieder die Tür zu dann, in dem Moment. Gut, danke. Dann gehen wir hier weg. Hier will ich nicht mehr sein. Weg. Das ist die andere Seite hier. Ja, ihr habt mich eh schon entdeckt. Kein Alarmbonus habe ich eh schon verkackt. Guck, da kann man auch hin. Naja, gut, egal, scheiß drauf. Ich habe jetzt auch keinen Bock, hier alles durchzulaufen. So, das Ding hängt auch auf Spur fest. Und wir kommen bis zum nächsten Checkpoint. Burn in Hell, Seraph, durchgestrichen. Hier ist mein Teil. Gut. Kann ich hacken. Code habe ich nicht gehabt. Verarbeitete Daten. Sicherheitssystem, Versuche übrig. 5. Hacken. Okay. So, der findet uns sogar relativ fix, wenn der da lang geht. Wir müssen da lang. Shit. Okay. Oder hier lang. Ist so wurscht. Er kommt auf jeden Fall ziemlich schnell zu uns und wir brauchen diesmal ziemlich lange, je nachdem, wo er lang geht. Dauert gleich viel lange, ne? Übernehmen. Okay, dann los. Okay, das Ding ist echt langsam unterwegs. Zugriff gewährt. Naja, gut, okay, das war jetzt simpel. Man muss sich nur... Die Firewall ist echt langsam, muss einfach nur schnell genug langhangeln, dann ist okay. Gut.